Und damit herzlich willkommen zurück zu The Division 2 hier bei Explorer IP. Wir sind in der Operationsbasis angekommen, letzte Folge, und Los Questos sagt, sprich unten mit dem Quartiermeister. Wir kennen es ja noch aus der Beta. Machen wir jetzt auch gar nicht lange erst rumeideln. Wir schauen mal. Wann der? Da war er. So, schönen guten Tag. Okay, was nehmen wir denn? Impulsgeber. Aber wir können jetzt alles freischalten. Das ging ja in der Beta nicht. Mhm. Zentronenstock. Schütz. Nimm das Geschütz erstmal. Weiter. Fertigkeit, wenn wir bringen, wenn dem bestimmte. Okay. Wir nehmen erstmal das Geschütz. Können wir schon. Macht es da Feuer? Ja, nice. Okay. Scharfschützenvariante. Nee, Sturm. Das nehmen wir. Wählen. So, gedrückt halten. Blub, 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 blub. Gut. So, Vorteile. Vorteile? Nicht? Warum nicht? Sturm, okay. Ich muss dieses Ding finden. Weiter. Okay, Fertigkeiten, Variante. Ja, Tutorial beenden. So. So. Ja, Vorteile sind passive Boni. Ja, das wissen wir alles. Danke, Spiel. Weiter. Vorteile freischalten. Weiter. Stufen der Vorteil, Verbesserungsstufen, ja, das wissen wir auch. So, wirkt sofort. Eine zweite Waffe, ja. Bitte. Jo. Und das war's auch schon. Mitarbeiterübersicht. Tutorial beenden. Okay, die können wir dann wohl alle freischalten. Nice. So. Stützpunkte. Die feindlichen Fraktionen in DC haben ihre zentrale Standbeine in Form von Stützpunkten. Sie können diese Fraktionen schwächen, indem sie Haupteinsätze abschließen und sich so Zugang zu ihren Okay. Vielen Dank. Weiter. Siedlung, das wissen wir auch schon. Ja, Aktivitäten. Ja. Okay. So. Haben wir denn jetzt eine Quest noch? Wo sehen wir das? Wir sehen gar nichts. Warte, schließen. So. Neuer Einsatz. Das Theater. Wir haben doch jetzt die Schrotflinte in der letzten Folge gekriegt, oder? Inglied. Ausgerüstet. Danke. Okay. So geht das nicht. Was? Warum? Agent, ich glaube, das hier wäre was für Sie. Nein. Wo können wir denn Muni auffüllen? Wo war das denn? Lager. Wir schauen uns mal ganz kurz um und dann dackeln wir los. Hier wahrscheinlich eher nicht. Ach komm. Ab. Die Viertel, die sie durchqueren, sind Hyäna-Gebiet. Das sind bösartige Arschlöcher, die Wehrlose ausplündern und aus Spaß töten. Und was sie nicht stehlen können, zerstören sie.
Sie waren vor allem ein Problem für die Theatersiedlung. Angesichts der Lage brauchen wir die Hilfe der Siedlungen. Aber solange die ums Überleben kämpfen, können sie nicht viel ausrichten. Versuchen Sie also, ein wenig Druck von ihnen zu nehmen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir das Shade-Netzwerk wieder in Schuss bringen müssen. Vielerorts hat nur die Division die Leute zusammengehalten. Aber seit DC Priorität hat, sind die meisten Agents völlig abgeschnitten. Ohne Unterstützung halten die nicht lange durch. Okay. Oh Gott, und wir werden looten müssen ohne Ende. Das war ja in der Beta schon so schlimm. Aber jetzt? Das ist die Pumpgun, ne? Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Gut. Ups. Ja, die tragbaren elektronischen Geräte, die werden wir erst in der im Weltrang 5 öffnen, beziehungsweise dann in einer Folge oder Stream abfarmen. Weil die gut X, also in Division 1 war es so, die haben gut XP gegeben und wir haben dadurch dann die. Um. Nein, nicht so. Und zwar kriegen wir ja, wenn wir Maximallevel haben, sammeln wir ja trotzdem XP. Und wir immer wenn wir so ein Level voll haben, gibt es so einen Behälter. Und diese Items hier, diese Telefone und Laptops und was man alles findet, um Sprachdialoge zu starten, die, haben zumindest in Division 1 gut XP gegeben und so konnte man im Rang 5 dann gut diese Cash-Behälter oder diese Behälter allgemein abfarmen. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Okay. Und das werde ich jetzt auch so handhaben. Es kann sein, dass sie das gefixt haben oder was geändert haben, was ich nicht glaube. Das Schlüssel der Jenes? Den haben wir nicht. Warum haben wir den Schlüssel nicht? War hier noch eine Tür? Müssen wir die Typen jetzt hier draußen killen, damit wir den Schlüssel kriegen? Aber da waren jetzt nur die zwei, oder? Die ganze Zeit strahlender Sonnenschein. Der Explorer fängt an zu spielen und es ist düster. Düster wie im Bärenarsch. So, die Mods, die wir jetzt hier farmen, die brauchen wir unter anderem später zum Craften. Für die Mods zum Bauen. Und für die Siedlung. Also hier, oder? Schützturm hinstellen. Komm hier rein, gleich. Okay. Elektronisches Gerät erkannt. Ja, das sind diese Dinger. Die holen wir dann später.
Egal. Das ist ein Gegner. Ich weiß jetzt gar nicht ansatzweise, wo wir sind. Der ist einfach rumgelaufen, ne? Besser was Wertvolles dabei. Ja. Oh, die Sonne geht auf. Und ich quasi nicht mehr. Du hast sie getötet, du Arsch! Muss man mal gucken, in der Beta haben wir eine absolut geile Wumme gefunden gehabt. Ich hatte mir irgendwo aufgeschrieben, wie die hieß. Also die hätte ich gerne jetzt auch zum Zocken. Okay, wir latschen einmal rum. Weil wir es können. Und den Schlüssel haben wir jetzt immer noch nicht, ne? Oder? Haben wir denn hier noch Enemies? Geht er nicht hoch? Tragbares Gerät erkannt. Ja. Wo konnte man denn sehen? Schlüssel war doch Inventar, oder? Da nicht. Da nicht. Siehst du hier Schlüssel? Ne, ich nicht. Talente? Da. Da sind die Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel, okay. Gut. Hier oben waren noch welche, ne? Dann killen wir die mal. Uns da eben hier Gegner gezeigt. Gezeigt. Oder auch nicht. Echo in der Nähe entdeckt. Echo? Ah, okay. Das ist eine Stimme. Gut. Wir schweifen wieder ab. Was macht man nicht, Explorer? Ich wusste es! Opfer. Boom. Wir sind jetzt natürlich im Anfangsbereich noch ziemlich low. Ziemlich low. Ja, weiterer Tipp für euch, wenn ihr mit Division noch gar nicht so auskennt, ist Rüstung etc. pp. Nicht verkaufen, sondern zerlegen und um Gottes Willen vor Maximallevel keine Rüstung craften oder so ein Rotz. Ihr könnt Waffen craften, ja. Aber niemals Rüstung oder so, weil ihr findet so viel, es lohnt sich gar nicht. Und ihr braucht die Sachen da ja wirklich Massen, um das High-End-Equip zu basteln. Von daher. Nur sachte. Trotzdem würde ich gerne wissen, wo man den Schlüssel herkriegt. Wir werden es nie rausfinden. Sind wir von hier gekommen? Ne, von da sind wir gekommen, ne? Dann gehen wir auch da wieder zurück. Das ist noch eine Tiefgarage.
Können wir denn reinkommen? Yes. Okay, schon fast komplett grünes Equip. Muss man nur anlegen, ne? Ups. Ja. Okay. Elektronisches Gerät erkannt. Speedstiefel. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ja. Danke. Uff. K16, das war die, glaube ich, oder? Zum Launchen. So. MK16. Gun per minute. Ja. Wie war das jetzt hier mit dem Zerlegen? Als Schrott markieren V. Oh. Die behalten wir mal. Weg. 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 Und zurück. Weg. Okay, den Kram müssen wir gleich jetzt anlegen. Okay. Ja, das müssen wir erst anlegen. Schrott zerlegen, Tabulator. Gut. Dann einmal anlegen. Das bitte. Schrott. Das einmal anlegen. Das hat Schrott. Das einmal anlegen. Schrott. Ja. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Schutzstoff. Gut. Weiter geht's. Nee, sie war's nicht. Sag das nicht. Nein. Oh, meine Maus. Mensch. Hat die Sensitivity im Spiel schon so weit runtergeschraubt, aber... Ich glaube, da muss ich nach der Aufnahme noch ein bisschen dran rumschrauben. Komm. Okay, dann... Lass mal eben P. Wir haben es ausgerüstet. Okay. Nein. Das. Tü. Nix. Dann kommen wir irgendwo rein. Da ist ein Eingang. Ich wollte mal kurz Hallo sagen.
elektronisches Gerät erkannt. Jawohl. Kiste. Server Neustart in einer Stunde. Okay. Da, Moment. War ja nicht noch so ein Dönse zum Aufschießen. Und diese Seitenstraßen sehen alle gleich aus, von daher. Ist nix, ne? Schade. Komm. Jo. Boom. Juti. Dann gucken wir hier nochmal eben. Kann ich mich erinnern. Oh, hier wann haben wir einen Aufnahmestopp gemacht? Weißt du was? Wir sind bei 22 Minuten. Dann machen wir das jetzt auch. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt nochmal im ganz Justamente gucken, welche Waffe ich denn in der Beta hatte. Würde mich mal brennend interessieren und danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst, bye bye und